Ja, hallo, ich bin Linus und jeder, der mich irgendwie kennt, der weiß, so Facebook-Spiele, das ist für mich wirklich das Allergrößte. Also so Nominierungen, Wahnsinn. Also so, wenn ich sehe, irgendwann postet randommäßig ein Plattencover mit so einem englischen Vortext, Copy und Paste, das bedeutet mir die Welt. Und deshalb habe ich es mir jetzt auch nicht nehmen lassen, einmal bei einer Nominierung selber mitzumachen. Die habe ich über Torso und Burkhardt erhalten. Das ist, glaube ich, eher so ein Kettenbrief. Ich glaube, los ging es mit Alex Schwers zu Joris Dingskamp und hier, wie hieß der Typ, der bei den Schittlers aufgehört hat? Martin, ich will sagen, Selig. Und jetzt Torso und jetzt mache ich mit. Ich glaube, der Gag ist auch, dass es gar kein richtiges Anliegen gibt. Also es gibt keine Krankheit, gegen die es sich direkt richtet. Und ich glaube, es gibt auch gar keine Vorgabe, außer dass man irgendwie Lied spielt. Und im Gegensatz zu den anderen bin ich kein Musiker, aber ich habe eine Gitarre hier, kann man sehen, schon lange im Gespräch. Thomas Helmer, warum nicht? Oder hier. Jörg Heinrich. Ja. Naja, gut, ist ja Internet. Es ist jetzt vorbei und es war doch schön. Wir blieben gern hier, doch wir müssen nun gehen. Alles hat mal ein Ende, weiß doch jeder von euch. Auf Wiedersehen. Doch bevor ihr geht, hört uns kurz noch zu. Wir können doch nicht schlafen, finden keine Ruhe. Da gibt es noch etwas, das ihr wissen müsst. Und das für immer ist. Für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk. Sollen deine Kinder alle Gruftis werden, für immer Punk, das möchte ich sein. Für immer weg, das möchte ich sein, für immer weg. Für immer unter Brücken schlafen, für immer weg, das möchte ich sein. Ja, damit es nicht nur so ein Männerding ist, wünsche ich mir den nächsten Teil von Christine Nickels von Prada Meinhof. Tschüss!